Weltweit investieren und breit streuen, das ist bekanntermaßen eine der wichtigsten Börsenregeln. Doch vielen fällt es schwer, über den heimischen Tellerrand hinauszuschauen. Deshalb sind wir weit gereist. Wir sind nach Japan gereist, haben das heimische Börsenparkett verlassen und stehen hier an der Tokyo Stock Exchange gemeinsam mit Andreas Liebenow von der Finum Private Finance AG. Schön, dass Sie da sind, hier in Tokio, an der Tokyo Stock Exchange. Welche Eindrücke haben Sie bisher hier aufgenommen von der Stadt, von der Börse, von den Menschen? Also ich bin absolut begeistert, zum ersten Mal hier in Japan zu sein. Ein wahnsinnig spannendes Land mit für mich auch einigen Widersprüchen. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, den Asakusa-Schrein betrachtet. Dort war ich eine Stunde und war nur beim Zuschauen, was die Menschen dort machen, eingetaucht in die neue Kultur. Dann natürlich Japan als Hightech-Land. Unheimlich modern und gleichzeitig aber wieder Kreditkartenzahlung in vielen Geschäften gar nicht möglich, Cash only. Da fragt man sich dann schon, wo die Bundesregierung und auch Europa Bargeld abschaffen will, was ist hier in Japan? Das finde ich sehr widersprüchlich. Dann ist die Stadt auf mich unheimlich sauber, aufgeräumt, keine Hektik, trotz der vielen Menschen, alles geordnet. Man kann sagen, die Japaner haben die deutsche Ordnung perfektioniert. Und auf der anderen Seite muss man sagen, auch von der alternden Bevölkerung, man sieht es. Man sieht überall Einweiser für Straßen. Es werden Ausfahrten abgesperrt, wenn da Fußgänger vorbeikommen. Also irre, ich bin absolut begeistert und die Pünktlichkeit der Bahn ist einzigartig. Da kann sich Berlin mehr als eine Scheibe abschneiden. Das ist in der Tat vieles, was auch mir persönlich hier aufgefallen ist. Aber noch einmal kurz nachgefragt, warum verlassen Sie denn immer wieder Ihren heimischen Schreibtisch? Warum reisen Sie immer wieder in Städte, beispielsweise wie Tokio, um sich selbst ein Bild vom Geschehen zu machen? Ja, zum einen erweitert es unheimlich den Horizont. Zum anderen kann ich besser über etwas reden, was ich kenne und nicht nur über etwas, was ich gelesen habe. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt und so eine Reise macht ja auch Spaß. Man kommt mit Menschen zusammen, die man vorher sonst nie getroffen hätte. Heute ein Gespräch am Tisch mit einem japanischen Fondsmanager. Das war schon sehr beeindruckend, was er so davon erzählt hat. Und ich bekomme dann auch ein wesentlich besseres Gefühl für das, was ich mache. Die Nachfrage nach Japan steigt bei meinen Mandanten und insofern bin ich genau richtig hier. Übersetzt in den Anlageprozess muss das ja auch heißen, nicht nur auf deutsche und nicht nur auf europäische Unternehmen schauen, also auf dem sogenannten Heimbias, wie Sie Börsianer in Ihrem Jargon immer wieder sagen, Herr Liebenow, sondern eben auch die globalen Märkte im Auge behalten. Welche Kriterien sind Ihnen da bei den Anlageentscheidungen wichtig, hier beispielsweise auch, wenn es um Japan geht? Das ist absolut richtig. Der deutsche Markt ist unterrepräsentiert. Wir haben kaum Unternehmen von Weltgröße in Deutschland. In den 100 wertvollsten Unternehmen befinden sich 4 Deutsche, SAP auf Position 43. Es wird amerikanisch dominiert und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, nur im Heimatmarkt zu investieren. Kriterien sind wie überall, man guckt sich die Bewertung des Marktes an und da können wir feststellen, der japanische Markt ist nach dem großen Rückgang im letzten Jahr sehr, sehr billig geworden. Wir liegen also deutlich unter dem durchschnittlichen Wert. Das KGV in Japan liegt bei 12,5. Zum Vergleich, in Amerika sind wir bei 23. Also man kann da schon von sprechen, dass der Markt billig ist. Das Schiller-KGV, was die kurzfristigen Betrachtungen etwas mehr in die Breite zieht, zeigt, dass der japanische Markt um 48% unterbewertet ist. Der amerikanische Markt und der Schweizer Markt sind deutlich überbewertet. Also man sollte auch mal sich den japanischen Markt angucken. Welche Chancen sehen Sie denn, mal unabhängig jetzt von der Börsensituation, die Sie natürlich im Blick haben müssen, aber wenn Sie sich die japanische Wirtschaft, die Konjunktur anschauen, welche Chancen sehen Sie oder wo lauern eher Risiken? Das wird das mal beleuchten. Also die Chancen sind auf jeden Fall, Japan hat fast eine Vollbeschäftigung, 3% Arbeitslosenquote in etwa. Japan hat ein stabiles Finanzsystem. Trotz der hohen Verschuldung ist dort nicht die Frage, dass der Staat umkippen würde, weil die Verschuldung ist nur im eigenen Land. Das Hauptrisiko für die japanische Wirtschaft ist natürlich der zunehmende Handelskonflikt und eine Eskalation zwischen China und Amerika für die Japaner, genauso für die Deutschen, die beide exportorientiert sind, natürlich das Worst-Case-Szenario. Ansonsten sehe ich aber Japan sehr positiv. Die Firmen sind innovativ, schreiben unheimlich hohe Gewinne. Wir haben eine sehr hohe Dynamik, wir haben sehr hohe Cashflows.
das macht schon Sinn. Abschließend gehen wir doch vielleicht noch eine Ebene höher, denn natürlich, wenn wir uns schon in Japan treffen, müssen wir auch über die japanische Wirtschaft sprechen, aber Asien insgesamt ist natürlich geprägt von den Einflussfaktoren Chinas. Kurz gefragt, steht und fällt alles mit China? Na, sicherlich nicht alles mit China alleine, aber China und Amerika dominieren den Welthandel und wenn es diesen beiden Ländern schlecht geht und die wirklich in eine Rezession kommen sollten, dann wäre das für den gesamten asiatischen Raum sehr, sehr negativ. Ich muss aber sagen, diese Sorge habe ich derzeit nicht. Ich glaube, die chinesische Wirtschaft wird durch die Maßnahmen Steuersenkung, gleichzeitig das gesunkene Kreditwachstum im Griff gehalten. Also die Chinesen werden weiterhin wachsen. Das ist wichtig für den gesamten asiatischen Bereich. Und die Amerikaner sehe ich auch nicht in einer Rezession. Insofern habe ich da momentan noch nicht die Sorgen, die die Börsen im letzten Jahr im Dezember gespielt haben. Deswegen sehen wir auch so eine starke Erholung dieses Jahr. Gut, der Blick auf China zum Schluss, aber natürlich auch auf Japan, gemeinsam mit Andreas Liebenow von der Finum Private Finance AG. Wir haben uns hier auf dem Parkett der Börse Tokio getroffen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da sind. Alles Gute hier, noch eine gute Zeit in Tokio. Vielen Dank.